Zum sechsten Mal trifft sich das islamfeindliche Bündnis zum gemeinsamen Singen. Es sind deutlich weniger Teilnehmer als angemeldet. Dresden. Unter heftigem Protest findet derzeit das sechste sogenannte Weihnachtsliedersingen von Pegida statt. Statt der angemeldeten 3000 Pegida-Anhänger sind dieses Mal nach Schätzungen von SZ-Reportern nur etwa 1.000 auf den Theaterplatz in Dresden gekommen. Am Rand des Platzes protestieren rund 500 Menschen gegen Pegida. Die Stadt hatte den Gegendemonstranten in ihren Auflagen verboten, dabei zum Beispiel Trillerpfeifen zu nutzen. Dieses Verbot hat das Verwaltungsgericht Dresden aufgehoben. Deshalb sind die Protestierer deutlich zu hören.